Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der 18. Januar 21 und ich habe noch gar keine Podcast-Folge aufgenommen, die nur mich betrifft, wo ich spreche, wo ich niemanden interviewe. Und ja, heute ist so ein Morgen. Ich merke, ich kann nicht schlafen. Irgendwie geht mir viel im Kopf rum. Es hat sich so viel bei mir getan. Ich bin ja jetzt fast in der 20. Woche schwanger. Das sind ja sowieso durch die ganzen Prozesse, die sich umbauen im Körper, schon sehr, sehr viele Themen, die einen beschäftigen. Und ich beschäftige mich da natürlich auch mit unterschiedlichen Dingen, Recherchen, was die Schwangerschaft betrifft, wie natürlich die Schwangerschaft ablaufen kann, was es für Vorbereitungen gibt und, und. Und ja, ich merke gerade, ich bin sehr dankbar. Ich werde ihn verlinken. Genau, und zwar mein neuer Coach Fabian aus Saarbrücken hatte gestern ein Seminar zum Thema Zentrierung. Und wahrscheinlich ist genau das Thema gerade das, was mich heute nicht schlafen lässt, weil das Seminar war online, wie praktisch ja auch in der Corona-Zeit. Und ja, und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr so ein Seminar mitmacht, dann ist man ja erstmal neugierig, offen und nimmt viel auf. Und genau, und dann später arbeitet es so in dir. Ich war dann gestern Abend noch oder Nachmittag schön in der Sonne mit meinem Freund im Wald. Herrlich, es war ganz, ganz toll und haben die Natur genossen. Und habe dann abends auch gleich die Übungen umgesetzt. Werde heute die ganzen Nacharbeitungen vom Seminar machen. Sowas kennst du vielleicht auch, dass das sinnvoll ist, sowas zu machen. Genau, und das Spannende, meine Mama ist ja sehr im Bereich TCM unterwegs, schon lange. Und hat mir damals schon viel über die chinesische Medizin erzählt. Gibt selber Qigong-Kurse, Tai-Chi-Kurse und vieles, was sie da so damals gesagt hat, kam jetzt wieder, aber irgendwie war ich nie so empfänglich für das Thema. Und gestern habe ich gemerkt, Mensch, vielleicht ist es ja wirklich so simpel. Und was halt Fabian auch sagt und immer wieder sagt, wir suchen oft was nach was ganz Neuem, was uns noch mehr anspricht, was unseren Kopf, der ja eh so durch die Überlastung der Medien auch immer wilder oft ist, der will immer noch mehr angesprochen werden und noch mehr Reize oder die neuesten Erkenntnisse und. Ja, aber dass es dann einfach so simpel ist, diese Zentrierung, mit den Dantien, vielleicht hast du da mehr Erfahrung wie ich. Also ich werde auch mich mit meiner Mutter natürlich drüber unterhalten, weil sie sehr viel Erfahrung da hat. Aber einfach auf den Stuhl zu setzen, sogar eine bessere Haltung, wie jetzt erstmal auf dem Boden. Also auf dem Boden finde ich natürlich auch immer sehr natürlich, aber momentan, also wenn man geübt ist, ist es ja auch gar kein Problem im Yogisitz oder so. Mir fällt gerade der Name nicht an, einen diesen Blütensitz, Vinyasa, nee. Aber jedenfalls so meditiere ich ja sonst auch immer. Aber dass diese Haltung für die Beine wohl auch so wichtig wäre, dass die Füße 90 Grad sein sollen, also Knie und Oberschenkel. Und ja, dass man sich dadurch einfach zentriert und auch hier wieder dieser Austausch und diese Balance von Yin und Yang, diese Teile, die wir alle in uns haben. Genau, wenn du das auch annehmen kannst. Also es ist ja so, in der chinesischen Medizin ist das ja eine Basis. Ja, und dann habe ich da diese Übungen abends gemacht, aber irgendwie war ich trotzdem noch sehr verstreut und
heute Nacht konnte ich dann einfach nicht schlafen und bin dann raus in unser schönes Wohnzimmer und habe so ein bisschen geguckt, mal wieder, was mich jetzt an Themen gerade so rumtreibt und gemerkt, es ist schon ein Wahnsinn, was ich alles in letzter Zeit geleistet habe. In den letzten Jahren mein Faszientherapiestudio aufgebaut und jetzt plötzlich, bam, so plötzlich ist es natürlich nicht so eine Schwangerschaft, aber mir ging das alles sehr, sehr schnell, stehen da neue Fragen auf, wie läuft es weiter, kann ich weiterarbeiten, wie viele Patienten sprechen mich jetzt schon an, was ich mache und wie ich das vorhabe. Ja, und da ist es auch, glaube ich, kein Wunder, dass man dass ich jetzt diese Zentrierung brauche. Und kannst mir auch gerne auf Instagram Nasrin Schneider dazu mal deine Meinung sagen, da was du dazu denkst, wie du, was dir Zentrierung im Leben bringt, was für dich Zentrierung bedeutet. Also das Seminar von Fabian ging ja wirklich nur über Zentrierung, nur überhaupt nicht ohne Bewertung. Genau, und ich glaube, das ist wirklich die Basis. Und gewisserweise brauchen wir vielleicht auch die anderen Phasen, um zu erschaffen. Und ich bin der absolute Windtyp. Ich bin eine Macherin. Wenn ich was möchte, dann setze ich das um. Also das geht manchmal in so einer kurzen Zeit. Ich kenne auch und scheue mich auch nicht von Nachtarbeiten, wenn ich meine Website wieder bearbeite oder irgendwelche Projekte oder so. Ich habe da echt eine Energie. Und trotzdem kommt man manchmal an den Punkt, boah, was hat man alles gemacht und rumgetrieben, also getrieben von der Schaffung. Und hat sich das gelohnt und das Ganze? Und ja, auf jeden Fall. Ich will euch jetzt einfach verstärken. Alles, was ihr geschaffen habt, ihr werdet damit arbeiten können. Löscht es nicht, lasst es in euren Systemen, wo auch immer. Ich merke das gerade, wir arbeiten schon lange an einem wundertollen Online-Programm mit der Profiboxerin Nathalie Zimmermann. Ich weiß einfach, das wird so genial, weil das, was wir da gemacht haben, das ist unser Können. Sie als Boxerin bringt ihre Beschwerden mit und ich als Leidenschaft mit meinen Faszien helfe ihr in dem Moment und zeige ihr, was es ist eigentlich, was die Muskeln wieder mehr Power bringen lässt. Und daher werden wir da auch die Leistungssportler mit erreichen und das Ganze. Aber wie zum Beispiel die nächsten Schritte, Vermarktung, das sind so viele Themen, puh. Also du kannst so viel finden allein im Internet, in Hamburg, regional, was du halt eben für Leute brauchst. Ich arbeite schon mit so einem kleinen Team, aber trotzdem, dir fehlen immer wieder noch die Möglichkeiten, wie wird es vermarktet. Und ja, und deswegen habe ich beschlossen, ich gehe jetzt erstmal in so eine Zentrierung und das wird alles kommen. Bisher kam alles im Leben. So, und das, was ich mir jetzt hier erschaffen habe, in der schönen Wohnung, in der ich sitze, auch das kam mit dem Wissen, es kommt, und aber ohne genauen Vorstellungen, ohne einfach loslassen. Sonst habe ich immer mit Vision Boards gearbeitet, da könnt ihr auch gerne mal sagen, wie ihr das macht. Genau, ihr lieben Zuhörer, ich freue mich auf alle Neulinge auf dem Holistic-Podcast. Schreibt mir auch gerne mal in den Kommentar bei Nasrin Schneider in Instagram, ob ihr den denn schon kennt und ob euch die Plattformen ausreichen, denn ich bin am Überlegen, den umzutransportieren auf iTunes, weil viele einfach über iTunes hören. Ja, genau. So, ich beende jetzt die kurze Aufnahme. Das waren einfach meine Gedanken am Morgen. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich werde jetzt in meine Zentrierungsübung gehen und bin einfach dankbar. Ich hoffe, ihr auch. Eure Faszientherapeutin Nasrin, Holistic Podcast, Faszientherapeutin mit mehr Themen wie Faszien, also
Teaserung, wenn du noch nicht gehört hast, hör einfach mal rein. Es geht nicht nur um Faszien. Es geht wirklich um dieses Holistik. Was ist für euch Ganzheitlichkeit? Darüber können wir auch mal sprechen. Das ist einfach super, super spannend. Vielleicht auch mal in Live-Sessions auf Instagram. Und dann habe ich noch einen kleinen YouTube-Kanal, auch für Leute, die interviewt wurden über Video. Da könnt ihr auch gerne reingucken oder halt auch meine Faszien-Tipps oder BEMA-Tipps euch abholen. Alles Liebe, meldet euch. Bis dann.